Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS15, heute auf der Karte Belgic Profond. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber vermutlich sind wir ein bisschen später dran und ja, es ist Feiertag und ja, ich gebe es zu, ich habe die Zeit verpennt. Nee, kann man auch nicht sagen. Nee, ich war einfach nur spät dran und Frühstück hat es lange gedauert und so. Naja, egal. Wir legen jetzt los und holen die Zeit wieder raus und warte mal. Handbremse aus. So. Wir machen jetzt ein kleines Vorgewende nochmal, weil einfach, wenn ich jetzt hier den Helfer nochmal lang schicken möchte, kommen wir da nicht drum rum. So. Sorge macht mir auch so ein bisschen dieser Strommast da. Obwohl, der ist am Wegesrand, ne? Das kann nicht auf dem Feld. Ah, cool. So. Ich muss umschalten. Warte mal. Ich gerade gewundert, warum der nicht hochfährt. So. Und zwar würde ich jetzt sagen, wir fahren einfach nochmal eine Runde rückwärts. Nimm da jetzt noch eine Spur. Und dann dürfte es mit dem Problem vorbei sein. Ich fast glaube, wir sollten vielleicht noch eine dritte nehmen. Ich kann sagen, dann könnte man nicht da unten auch gleich lang fahren, aber hier geht es, glaube ich, ganz schön holprig runter. Ja, es ist schon ein bisschen. Auch mal später. Ne? Erstmal dies Feld. Eins machen wir noch. Das Rohr kann ich nochmal einfahren hier. Macht da jetzt nicht. Mal umschalten. So. Und weiter geht's. So, und ich bin der Meinung, dass es auf der anderen Seite eigentlich keine Probleme gab. Wir könnten auch, wie heißt das Ding, Auto Combine anwerfen. Und jetzt von der Seite wäre es gar nicht schlecht. Warte mal, das war Taste 5, ne? Ja. Er soll so rumfahren, automatisch. Ich könnte mal noch ein, zwei Runden fahren lassen. Auto kommt bei einem Kreisfahrt und Abtankmodus soll er dann mal stehend machen. Alternativer Helfer und Start. Mal gucken, ob es hinkriegt, was sich selber gerade zieht. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Auto kommt bei einem, müssen wir mal gucken, ob es da ein Update gibt. Jetzt haben wir die Version 4.01 aktuell. Ja, läuft doch. Es dauert eh ein bisschen, bis der jetzt voll ist. So. Der ist klar. Der Container da hinten war noch nicht voll, ne? Den werden wir noch voll machen, dann würde ich den abtransportieren. In der Zeit könnten wir auch noch mal, ne, eben wollte ich jetzt auch nicht, gar nicht, sondern, Moment, ich hab's gleich hier. Wir könnten noch mal ausmisten. Das habe ich schon wieder vergessen, von wo wir reinfahren müssen. Ich muss mal gucken, vielleicht geht's auch von hier vorne. Auf jeden Fall muss der Mist hier mal raus, ne, bei den Tieren.
Ach, warte mal, das war auch so, dass es hinten ging und ich probiere es aber nochmal aus. Vielleicht war das nur gerade Pech. Weil hier wäre es natürlich ein bisschen einfacher. Vorsichtig. Ihr kleinen Racker. Aber anscheinend... Ne, hier geht's nicht. Dann ist der Trigger auf der anderen Seite. Dann machen wir es so, fahren den rüber. Der sieht ja, wir müssen da dringend ausmisten. So, und dann würde ich den Traktor hier mit hinnehmen. Warte mal. Und zwar... ja, nehmen wir ihn erstmal. Das Gewicht können wir auch dran lassen. Müssen wir jetzt nicht unbedingt abmachen. Mal die Bremse raus. Allradquatsch, alles raus. Und Kraftstoff sparen. Obwohl das, glaube ich, egal ist im Spiel, oder? So. Nehmt den ja mal mit, unseren Mistanhänger. Ja, einen Streuwagen haben wir noch gar nicht, ne? Müssen wir uns ja auch noch anschaffen. Jetzt hätte ich das da gleich direkt drauf geladen, aber ist nicht wegen, haben nicht. So. Okay. Der John Deere gefällt mir auch echt gut hier. So, dann starten wir mal hier mal wieder. Und ich denke mal, dann müssten wir danach vielleicht auch neu einstreuen. Ja, ist der Trigger echt nur auf dieser Seite. Komisch. Aber macht ja nichts. Wir kippen es dann halt direkt drüben ab. So. Tür nochmal auf. Da bin ich mal gespannt, ob das gekoppelt ist mit den Schweinen. Was ist denn hier? Ich hänge hier irgendwo fest. Hä? Jetzt geht's. Ob es mit den Schweinen gekoppelt ist oder ob man dann da separat ausmisten muss. Also vielen Dank nochmal für den Tipp. Ich hätte echt gedacht, dass es mit dem Kuhstall irgendwie gekoppelt, dass man da, obwohl ich ja damals auch dachte, dass wir gar nicht ausmisten müssen. Am Rinder. Na, klar, so ein bisschen auf. Die Sonne kommt anscheinend raus. Der Holmer, 21%. Mal gucken, ob der noch weiterläuft. Nicht, dass er irgendwie gerade Probleme hat. Ne, läuft. Ich glaube, das ist hier schon gleich voll. Der Anhänger. Jetzt hör doch mal auf, was ist denn das für ein Quatsch hier? Hier immer hängen. So. Na, kriegen wir noch alles drauf? Ne, hab ich schon gedacht. Der ist voll. Bis oben hin. Okay. Oh, die Reifen sind auch nicht mehr so gut. Dann starten wir mal. Auf zum Misthaufen.
Ja, es ist jetzt, weiß nicht, 10:30 oder so. Das ist echt ganz schön diesig, der Tag, den wir uns ausgesucht haben für die Rübenernte. Na, jetzt kriegen wir endlich mal einen vernünftigen Misthaufen hier. Okay. Nochmal zurück. Viel kann es ja eigentlich jetzt nicht mehr sein, ne? Wir haben hier noch nie ausgemistet. Das Licht brennen lassen. Ja, ansonsten läuft ja oder lief jetzt die erste Folge vom Die Landwirtschaft 2017. Oder ich glaube Farm Expert. Nee. Ach, die zwei. Ich komme mit den Namen immer durcheinander. Auf jeden Fall Die Landwirtschaft 2017. Kam jetzt bei euch erstmal ganz gut an und wir machen jetzt so ein Angespiel, also 4 Folgen wird es noch geben. Und dann entscheiden wir mal, wie es weitergeht. Und eigentlich wollte ich auch heute noch eine Folge bringen. Ich hoffe, das klappt. Mist, was habe ich jetzt gemacht hier? Ist jetzt voll oder nicht? Ja. Eigentlich nimmt man ja zum Aufmisten die Tiere raus, ne? Wird zumindest etwas einfacher. Das Schöne ist hier mit dem Inspektor links, mit dem Mod. Da kann man jetzt auch so sehen, wenn man die HUD ausgeblendet hat. Nicht nur wie weit der Holmer ist, sondern auch wie voll der Anhänger ist. Findet ihr auch bei Modhoster. Jetzt bin ich mal kurz bei den Schweinen vorbei hier. Also einfach dann suchen. Inspektor. Es gibt, glaube ich, viele verschiedene. So gibt es noch ein paar andere, aber ich habe immer die hier gehabt. So, eine Schaufel passt noch drauf. Ich probiere es nochmal bei den Rindern, die noch rauskriegen. Die Zuckerrüben machen mir ein bisschen Sorgen. Ich habe das Gefühl, 37%. Gucken, ob es da jetzt weitergeht oder. Ich weiß nicht, ob der sich meldet, wenn er irgendwo stecken bleibt. Ich glaube nämlich nicht, Autocombine macht das nicht. Macht ja nur Cosplay. Doch, läuft wieder, okay. Und schon wieder voll. Also müsste man ja fast schon mal einen größeren Anhänger für nehmen, ne? Ich weiß gar nicht, was wir jetzt noch hätten, was da. Für einen Anhänger gut passen würde. Für Mist aufladen, weil wir mussten noch darauf achten, dass er mit der Kompaktlader da auch noch dran kommt, ne? So, ich glaube, der kann auch seitlich abladen. Ne, zu weit weg vom Trigger. Ich will nicht mal ganz reinfahren. Aber der lädt sowieso immer an der Seite ab. So. Das sieht doch schon langsam hier besser aus, ne? Ja. Also das müsste jetzt gleich alles raus sein.
So. Und beim nächsten Feld machen wir es ja dann auch so bei den Zuckerrüben, dass wir dann die Haufen auf jeden Fall machen. Ne? Das sind also die Container, die bringe ich dann alle zurück. Erstmal. Ich habe einen Schwein mit aufgeladen. Verdammt. So. Wie ist bei euch so? Seid ihr gerade aufgestanden? Heute am Feiertag oder seid ihr schon aktiv? Kommt schon vom Joggen nach Hause. Guckt erstmal eine Runde LS. Mich mal interessieren. Ich, geplant habe ich auch mal schauen, ob ich es hinkriege für Ostersonntag eigentlich. Dass ich da mal wieder meinen Fax anschmeiße. Auf jeden Fall wünsche ich euch schon mal auf diesem Wege schöne Ostern, YouTube. Genießt es, ein bisschen bei euren Lieben zu sein. Entspannt Fernsehen zu gucken, tolle Ausflüge zu machen. Das Wetter soll ja, glaube ich, einigermaßen werden. Heute natürlich nicht, also zumindest bei uns ist heute eigentlich eher Sofawetter. Na komm, geh auf. So. Haben wir jetzt hier 76%, also noch eine Schaufel. Jetzt nehmen wir das mal den Rindern nochmal raus. Weil ich einfach glaube, dass die müssten doch jetzt mal sauber sein hier. Gucken wir nochmal im Vergleich bei den Schweinen rein. Ja, es ist doch getrennt, ne? Und rein damit. Gut. Und wie es weitergeht, seht ihr dann morgen. Dann sind wir wieder mehr auf dem Feld unterwegs, denke ich mal. Müssen wir auch dann die Container noch voll machen und werden die dann auch wegbringen. Ich denke mal, die Containerladung. Ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht bringe ich die auch direkt zur BGA, dass wir uns die da bunkern. Ne? Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Rest Feiertag wünsche ich euch. Und wir sehen uns dann spätestens morgen wieder. YouTube, macht's gut.